herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Hofneumann auf der Landnation mit, welche Konstellation haben wir noch nicht, dem Micha, dem Florian, dem Lenny und dem Toledo. Ein wunderschön. Hallo. Moin. Servus. So, irgendwie ist die Ecke hier kacke. Ich hätte zwei Vorgewände, glaube ich, fahren sollen. Ja. Aber ich denke, es kommt noch ein Wagen zusammen etwa. Ja, mehr ist gut, würde ich sagen. Hat sich gelohnt, die Mission. Auf jeden Fall. Ich frag nur. Und bitte haut mich nicht. Ich frag das nur, damit wir uns beschäftigen können für die Monate, wo wir auf unseren eigenen Flächen weniger zu tun haben. Wollen wir uns noch eine Mission versuchen zu claimen? Für den, keine Ahnung, November oder sowas? Oh, wir haben ein Problem. Warum? Dogumherse geht heute Abend noch aus dem Ernterhythmus raus. Wir müssen heute noch das zweite Feld abernten. Ja, die Zeit runter. Wir werden wohl nicht drum herum kommen. Ja. Oh. Ich habe auf 5 gestellt erstmal, oder? Das wird nicht reichen. Bei der Quellgröße hier wird das nicht reichen, weil der Hänger ist auf 0 stellen. Sonst ist unser zweites Feld im Arsch. Haben wir uns so verspekuliert? Ja, irgendjemand hat Missionen. Halt einfach viel zu groß. Ja, und irgendjemand hat Missionen angenommen, obwohl wir selber Arbeit im Hof hatten. Ja. Naja, gut, als die Mission angenommen wurde, hatten wir noch nicht so viel Fläche, noch nicht so viel Arbeit am Hof. Ja, doch, die Dogumherse war ja letzten Monat auch schon reif. Echt? War die letzten Monat schon reif? Ja, die ist der zweite Erntemonat. Okay. Den wir sind. Das ist kacke. Deswegen habe ich auch weitergepflügt, weil ich überhaupt nicht wusste, dass wir Felder haben, die schon reif sind. Ich habe das auch nur vorhin gesehen, weil ich es ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm hatte. Ja, müssen wir jetzt leider durch. Ja, auch wenn wir das nicht mehr machen wollten mit der Zeit. Ja. Aber ein ganzes Feld verfolgen zu lassen, halt, ist oder hart. Muss halt irgendjemand sich jetzt einen Mähdrescher schnappen und schnell noch das zweite Feld. Sich einen Mähdrescher mieten. Ja, wir müssen aber auch das Feld hier noch fertig ansehen und so weiter und so fort. Also um Zeit anhalten kommen wir eh nicht rum. Nein. Dafür sind wir zu sehr in der Bedulde. Wir haben einen Monat ein bisschen gearbeitet. Wir haben uns halt auch von der Fläche her gefühlt verzehnfacht. Ja, ja. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, muss ich gestehen. Ne? Also ich habe halt einfach Felder gekauft, die schön waren, ne? Also gute Ertragspotenziale haben, muss ich auch gestehen. Aber ja, natürlich, also das Feld, auf dem wir jetzt sind, ist glaube ich unser größtes Feld mit 8 Hektar, ne? Muss ja, man das dazu sagen. Das ist glaube ich, wenn das von der Größe her guckst, da irgendwie die Größe mit dem Kleinen dazu, dann hast du alle Felder, die wir vorher hatten. Alles andere ist Zusatz, was wir jetzt haben. Weil wir hatten, ich glaube, auf der Auberon, was war das? 5 Hektar oder 6 Hektar, die wir da hatten. Warte, wir hatten, welche 31 war das große Feld, das was wir hatten? Große Feld, nee, 30 ja. War das große, oder? Ja. Umweltbewertungsbonus, wofür gibt es ja. Den denn? Naja, Farming. Ich habe gerade kurz geguckt im Internet, also Feld 30 hatte 7,75. Das heißt, das hier ist ungefähr ja. ein gut, naja, 0,8, 0,6 Hektar sind das hier mehr. Ja. Ja, aber dann hat man, wie viele Felder hat man noch? 3-4 Felder hat man noch? Nee, unterschätzt das nicht, Micha, unterschätzt das nicht. Wir hatten noch ein paar andere Felder. Ja, wir haben auf jeden Fall massiv an Fläche gewonnen. Müssen wir gucken. Also wenn wir feststellen, schaffen wir nicht, dann müssen wir halt schauen, wie wir das machen. Ob wir, keine Ahnung, eine Drei-Felder-Wirtschaft machen, so wie früher eins brach liegen lassen. Keine Ahnung, bringt zwar kein Boni oder sowas. Fände ich aber ganz geil. Ob wir es einfach verkaufen oder was auch immer. Ja. Müssen wir schauen. Immerhin. Was denn, wenn man eine zweite Gründüngung einbringt? Zählt der das, oder? Ja, ich weiß es nicht, das ist das Problem. Das wäre ja dann wenigstens interessant, weißt du? Dann bringst du zwei Gründüngungen hintereinander auf, hast zwar ein Jahr verloren, hast das dafür aber voll gedüngt und musst kein Mineraldünger mehr reinhauen. Ja, das Problem ist ja, jede Pflanze braucht ja andere Erträge durch Position Farming. Ne? Das heißt ja jetzt nicht, dass ich wie im normalen Spiel zweimal Dünger drauf klatsche und dann fertig bin.
Mit unserer Sämaschine bringen wir ja zum Beispiel die richtige Menge Düngung direkt schon auf, die wir brauchen. Ja, aber wie viel bringt denn eine Gründüngung? Weiß ich ehrlich gesagt. Die bringt insgesamt immer 60 Kilogramm pro Hektar, meine ich. Das ist, glaube ich, wie Gülle. Ja. Mit Gülle kannst du maximal auf 200 kommen, war das, ne? Ja, aber immer pro Gang nur 60. Ja, genau. Hm. Die beiden sind übrigens weg. Also ich habe nichts mehr zu tun. Ich weiß nicht, wo ich bin und wo ich hin muss. Und du kannst aufs Feld 185 kommen. Und wo bin ich? Das weiß ich doch nicht. Wo du steckst. Bist auf Feld 93. Wo ist die 93? Direkt beim Hof. Direkt beim Hof. Das ist unser Hof? Ja, über unseren Hof ist der Händler und du bist links neben dem Händler. Ach, da bin ich, okay. Weißt, aber du kannst doch erstmal kurz den Ballensammelwagen bei uns wieder in der Halle stellen. Und dann können wir die Mission abgeben. Weil der Hänger ist jetzt gleich wieder voll, randvoll. Der Traktor nicht von uns, oder was? Nee, der Traktor ist nicht von uns, das ist der Missionstraktor. Okay. Wird richtig spannend dann nochmal bei uns nächstes Jahr, ne? Also dieses Jahr haben wir ja nicht selber angesät, ne? Wir sind ja mitten in die Saison gestartet. Das ist natürlich auch so ein bisschen Kacke für uns gewesen. Bin gespannt, wie wir es nächstes Jahr meistern. Mhm. Ja, müssen wir gucken, dass wir die Felder so sehen, dass wir höchstens ein, zwei Felder pro Tag ernten müssen. Wo steht denn der Ballenwagen? Genau. Da, wo du eben warst, an diesem Verkaufs-, an diesem Silo, sind zwei Hallen über Eck gesetzt. Da steht der drin, neben der Ballenpresse. Da müsste ein freier Slot quasi sein. Ja, Micha, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube, das wird sich nicht... Zwei Felder schaffen wir am Tag nicht. Nee, alles... Ja, gerade bei der Feldgröße hier ist es noch schwieriger. Hier müssen wir mal gucken, was wir draufbringen. Ich hätte eine Idee, aber das Problem ist, das haben wir natürlich schon on masse. Ich könnte mir gut vorstellen, wir könnten hier Zuckerrüben drauf machen, aber 8 Hektar Zuckerrüben ist schon... Ja, bist du beschäftigt. Du brauchst nie wieder Zuckerrüben machen. Wir haben 300.000 Liter Zuckerrüben, ne? Wir könnten halt die Zuckerrüben mit einem Bio-Grinder überlegen, für die BGA noch zu machen. Also warum sage ich Zuckerrüben? Weil Zuckerrüben halt ein langes Erntefenster haben, ne? Die gehen noch länger als Kartoffeln. Kannst aber auch gleich den zweiten Roller da kaufen aus dem Shop. Ja, wir hätten die Option, wenn wir das wollten, entweder in einen zweiten Roller zu investieren oder diesen hier Richtung unrealistisch zu spielen. Weiß ich nicht. Ist erstmal nur so ins Unreine gesprochen, ne? Weil die kannst du halt noch im Dezember ernten, einfach die Zuckerrüben. Können wir bitte mal das Abfallgespann leer machen gehen? Kann einer von euch schnell reinkommen oder soll ich? Ich bin gleich randvoll schon wieder. Lenny? Ja, ich krieg den Hänger nicht rein, der bleibt an der Dachrinne hängen. Du musst kurz runterklappen. Ja, der bleibt jetzt wieder stehen. Also der JCB kann weg, ich kann jetzt das Ding abholen, ja? Ja. Auch wieder in die Dings rein oder? Halt die Schweine von der Produktion ran, da kann man euch einzeln wieder rausholen. Da schon drin. Ja, dann willst du machen? Komm her. Ja, kann ich machen. Warte, ich hol Schwung. Wahnsinn. Ja, danke für nichts. ich krieg halt nur eineinhalb Mähdrescher da rein. Ja, das ist kacke. Wir haben Drehschemel gespannt auf. Vielleicht sollten wir das lieber nehmen. Ja, ich hol die gleich. Ich lass den gleich mal am Hof stehen und bring die anderen mit. Weil da passen, glaube ich, knapp 40.000 rein dann. Weil der Micha erntet ja da doch noch ein ganzes Stückchen, ne? Ja, ein bisschen habe ich noch hier. Ja, dann macht Sinn. Was? Vielleicht hat einer der anderen beiden gerade noch Zeit auszuhelfen. Nee, Toledo nicht, aber vielleicht der Kleine. Vielleicht kann der sich das Drehschemelgespann zusammenbasteln. Müsste, glaube ich, sogar zusammengebastelt stehen und das schnell rüberbringen.
Ich fahre doch jetzt eh zum Hof, ich mach das Ding doch ja, jetzt hier. Ja, aber weil mich ja gleich voll läuft. Ach so, alles ach gut, so. Da bleibe ich ein paar Minuten stehen. Okay. Der steht am Hof, oder? Steht in der Halle. In der mittleren Halle steht das. Ich guck mal. In der Halle, da wo die Einfahrt ist, wo auch der Verkaufspunkt, Reparaturpunkt ist. Das ist das richtige Wort, was ich gesucht habe. Le Reparateur. La Reparateur, genau. Wir sind nicht mehr in Frankreich. Usi? Da ist er wieder still. Aber das andere Feld sind auch nochmal 4,7 Hektar fast. Ja, das war noch ein bisschen beschäftigt. Ja, krass. Okay, das ist gar nicht mal wenig, muss man sagen. Wobei, ich komme richtig krass hinter dir her, Micha, ne? Ja, du fährst halt viel schneller als ich. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Weil ich bin gleich schon quasi mit dem Teil fertig, ne? Soll ich die Sorghumhörse erstmal ins Lager kippen, oder? Ja, wenn es für dich schneller geht, kipp sie erstmal ins Lager, können wir später rausholen, Steppens. Grundsätzlich ist es egal, weil wir können das Schweinefutterproduktion einfach rausholen wollen. Ja, ja. Die ist ja eher wie ein Lager. Soll ich den Kipper dann auch wieder mitbringen, oder? Also hier für das Feld, glaube ich, wenn wir die großen, die Drehstellgespanne hinkriegen, dürfte man fast fertig werden. Bring doch den Kipper einfach mit, Lenny. Ja. Dann steht er hier als Reserve. So, und wenn wir ihn nicht brauchen, dann egal, dann bringen wir ihn später weg, aber dann steht er hier einfach als Reserve. Kostet doch gerade nichts. So easy. Wo fährst du hin, Kleiner? 185, oder ne? Ja, da hättest du direkt die erste wieder rechts und links abbiegen müssen eben. Oh, schaff. Fahr weiter und fahr wieder hoch. Ja, ich hab's nicht genau gesehen. Du kannst dich geradeaus durch. Wo ist denn der Kleine? Da. Der fährt gerade zur Feld 195. Ah, Mann. Oh, Toledo hat aber auch fertig angesehen, ne? Vorgewende noch. Okay. Nachgewende. Ja, oder auch so, wenn du es so nennen möchtest. Und irgendjemand hat eine Walze hier in den Weg gestellt. Ach, jetzt sei doch nicht so, der musste schnell mal für uns was machen. Und du warst da schon fertig, oder ne? Nee, Vorgewende noch lange nicht. Ja genau, er gehört in die Special Teams, könnte man jetzt im Football sagen. Yo. Ich bin jetzt rechts abgebogen. Das ist ja eine Hecke. Upsala. Das ist ja eine Hecke. Hingesprungen. Lenny macht ab durch die Hecke. Ja, war richtig. Das Problem ist, dass da hinter der Hecke noch eine Wand war. Ah, schwierig. Ich glaube, er ist schon wieder richtig abgebogen, der Kleine. Meinst du? Ja, ich sehe das. Ich beobachte dich, wo du herfährst. Na, ich hoffe, ich komme an, ey. Das hoffen wir auch für dich. Da, wo der Schneidwerkswagen steht, links abbiegen, bitte. Ah, Mensch. Nee, warte mal. Habe ich nicht mal gedüngt hier? Mensch. Links, genau. Jetzt weiß ich wieder. Zu mir. Micha, jetzt kannst du ein zweites Vorgewende reinfahren? Brauchen wir nicht, oder? Doch, hast zwei reingefahren, ne? Ich hab größtenteils zwei reingefahren. Das ist nur eben, wo ich jetzt gerade bin. Okay. Fehlt noch ein bisschen was. Nee, passt, alles gut. Ich mach hier unten ein bisschen Vorgewende rein. Sehr schön. Passt, schneller stehen. Ich habe gerade ein gutes Gefühl, dass wir in Drive kommen, ne? Gut, die Zeit steht auf Null, deswegen ist das Gefühl völlig trügerisch. Ja, ja. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Ja, hast du ein gutes Gefühl, oder? Ja, so in etwa. Das ist voll krass, wenn man gar keine Minimap und gar kein Menü hat, muss man echt links und rechts gucken, wo man hinfährt. Ob irgend... Ich suche die ganze Zeit das Feld wieder, wo der Micha draufsteht. Müsste irgendwann, glaube ich, links neben mir auftauchen. Soll ich gleich mal gucken? Gerne. Nicht, dass ja, das... doch. Noch ein bisschen und dann kommt gleich links. Bist fast da. Der Weg ist ja noch einer der leichteren, ne? Mhm. Nächste Steigung ist, wenn wir gleich hoch zu Feld 73 verlegen. Da muss man ein paar Mal mehr um die Ecke fahren. So, hier bin ich doch. Hier ist der Schneidwerkwagen. Genau.
Also ich komme hoffentlich auch mit dem Saatgut auf jeden Fall hin für das Feld hier unten. Sehr schön. 1800 Liter von 3000, die ich gekauft habe. Schon mal ganz, ganz angenehm. Hallo, hier oben wird es jetzt gleich ein bisschen enger. Ich stelle ihn einfach nach unten. Nee, ich meine jetzt Uwe eigentlich. Ja, ja, alles fein, alles fein. Ich fahre gleich hier unten nochmal ein Vorgewende rein und dann bist du wahrscheinlich schon wieder oben angekommen und dann ist alles gut für mich. Ja. Ich nutze einfach nur gerade die Gunst der Stunde, weil mit den ganzen Bäumen kannst du mit zweimal Vorgewende schöner mit VCA dann umdrehen lassen gleich. Passt. Denke auch. Da war ein Zaun. War gar nicht. Ich habe keinen Baum geknutscht und keinen Zaun im Weg. Komm der denn her? Du nicht, aber ich? Ach so, na gut, okay. So, liebe Leute, ich würde aber sagen, während wir hier noch ein bisschen am Schaffen sind, ja, Toledo, du brauchst ein bisschen Superkraft. Hast du richtig drauf gesetzt, sagst du? Nein, wie kommst du da drauf? War ein Gefühl. Aber anyway, wir sind erstmal für den Moment fertig. Liebe Leute, vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss. Mahlzeit. Ah, scheiße. Was war das denn? Tschüss.